Und damit einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Rust-Abenteuer. Wir sind heute im Duo mit Akio. Wir gehen zu zweit rein. Und. Nein, nein, nein. Ich mach doch bloß mein Intro! Gott, er ist so lost! Oh my god, real Jack Sparrow. So, dann also nochmal respawn und wir gehen rein, Freunde. Hoffen auf einen geilen Wipe. Der Server ist ein paar Stunden alt. Ich glaube, es war Full Wipe. Ich habe hier. Ich meine keine Prints. Gut, Akio, I'm in. Wo bist du? Ich bin V5. Ich bin V7. Also seh dich, glaube ich. Oh. Seh dich, ja, du rennst ja im Kreis wie ein Wilder. Ich komme übers Wasser. Ah ja, ich werde jetzt gleich verbluten. Ja, aber wir können ja immerhin schon mal aufthemen. Oh. Komme. Halt durch! Komm her! Lebe! Hallo! Ja, haben wir mal Team. Let's go! Ich würde vorschlagen, wir gehen G20. Ist eine geile Konstellation. Plus Large Oil und wir haben Underwater Lab. Und ich wollte seit dem Update unbedingt mal Underwater Lab ausprobieren. Ich meine, wir sind ein bisschen spät dran. Ob wir da noch einen Platz kriegen, ist die andere Geschichte. Aber ich hoffe schon. Wir können Lounge, Power, Sulfur Query haben wir auch. Das könnte echt big werden dahin. Wow! Ich bin tot. No, 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 no. No, 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 no. No, no. I'm only a naked. Ich bin Python. Hast du irgendwas? I'm only... Oh, ich bin tot. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Ja, meine Freunde, das ist das letzte Video dieses Jahr. Deswegen möchte ich gleich am Anfang nochmal sagen, Dankeschön für ein megamäßiges Jahr 2022. Ich wünsche euch allen wunderschöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Es gibt auch gerade fürs Jahr 2023 eine kleine Änderung. Und zwar werde ich dann auf Twitch Rust livestreamen. Also wer Bock hat, kann sich gerne da anschließen und mit dabei sein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber nun zurück zur Story. Ich und Akio wollten dieses Jahr als Duo zu Ende gehen lassen. Deswegen sind wir zusammen auf einem Server und wollten nochmal ein bisschen Spaß haben. Nachdem wir also hunderte Male verreckt sind, haben wir es dann doch zum Building-Spot geschafft. Und wollten auch direkt mit dem Base-Building anfangen. Doch irgendwie lief es diesem Hype gerade am Anfang nicht wirklich sonderlich gut. Oh, Firefly, komm, 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 geh, 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 geh. Erste Wald. Mit Bogen und Feuerpfeile. Ja, er ist hinter uns. Er läuft uns nach. Hast du jetzt Holz? Komm. Nee. Ich geb dir. Komm her. Komm, 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 komm. Hier, hier. Nimm. Lauf. Lauf, 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 lauf. Ja, lauf. Oh, fuck, ihr lauf. Oh, er hat mich hit. Lauf. Er ist runter! Oh, er ist unten! Er ist low, warte. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Ich muss es scheinen. Beim Bogen, 20 wow. Sekunden noch. Mach, mach weiter, ich lenk's ab! Nein, ich bin dead! Oh nein! Es hört nicht auf! Oh man, zwei Nakeds von dem Bogen her! Nachdem ich also im Dreck lag, konnte Akio dippen. Und ich sagte ihm eigentlich, er sollte eine 2x1 bauen. Einfach schnell Stuff ablegen, damit wir endlich mal ein bisschen Progress machen können. Er hat mich allerdings falsch verstanden. Und das Ergebnis sollte uns dann später fast noch den Kopf kosten. Was hast du denn gemacht? Du hast eine 2x2 gebaut. Mhm. Und keine 2x2. Ach so, jetzt check ich's. 2x1, hier Double Door, dass man eine 2x2 draus machen kann. Ja, egal, dann machen wir. Ja, okay, ne, egal, das war jetzt einfach provisorisch. Wir mussten einfach mal. Ja. Wir mussten. Oh, hier was draußen. Stimmt, unsere Nachbarbase. Oh, Mann. So. Alter, Geschenk. Siehst du es vor uns? Was? Da, oh. Bei der Base. Oh, was? Komm. Geh noch nicht. Er ist so langsam. Hinne, geh runter. Geh runter da. Oh, Pumpy Tommy.
Komm, 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 komm. Nachdem wir also unsere erste Gun hatten, ging es daran, erstmal ein paar Basics rein, zu erledigen, ein paar Öfen zu craften und den ersten Loot ranzubringen, denn wir hatten bis dato, bis auf die Tommy, nichts. Da Power direkt neben uns war, war das natürlich ein sehr, sehr guter Spot, um direkt am Anfang an viele, viele Military Crates zu kommen. Und wir hatten ja noch Underwater Lab, das sollte dann auch im Laufe des Vibes unser Ziel werden. Ich hab eine Pumpe. Draußen fällt jemand Holz. Ja, ja, ich hab's gehört. Lass mich raus, lass mich raus. Bin wieder rein, hä? Hinter uns, Hessi. Lass wieder rein. Hit. Oh! Oh, ja, ja, ja. Okay, okay. Aktiver Nachbar. Wir haben so bestimmt. Oh, er hat eine Waffe! Hopp. Ich bin dead! Hockt am Roof, oh. Geh nicht raus. Er hockt am Roof. Aha, aha. Da kommt zur Tür raus. Mein Body. Er ist draußen, aber ich weiß nicht, ob er die Waffe dabei hat. Wo draußen? Er ist wieder oben. Ah, er ist wieder oben. Ja, ich blut aus. Komm rein. Probier's, ich hab 1 HP. Ich lieg vor der... Ich weiß nicht, ob er runter ist. Die Tür oben ist offen bei ihm. Ein loot mich schnell, loot mich schnell, loot mich schnell. Der W-Timer. Okay, der Airdog hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Er doorcampt uns. Schön. Okay. Du bist nicht draußen, ne? Ne, ja. Ja, 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 doorcampt. Der Airdog hat nicht so geklappt, wir müssen dann nochmal einen. Er geht zurück, er geht zurück. Okay. Nein, doch nicht, doch nicht. Doch, er geht zurück. Komm wieder. Ja. Der hat mir direkt Headshot gegeben, ne? Ich hab's gehört. Lass mich rein, ich fall gleich um. Und dann müssen wir mal Loot holen. Wir kämpfen hier um Wald. Auf Sammelsachen. Nun aber wirklich zu den Basics. Wir jagten ein paar Tiere, macht uns ein paar Öfen und looteten ein-, zweimal die Straße und Powerplant. Das ermöglichte uns eine Tier 1 und wir konnten die Tommy und die Muni dazu researchen. Da ist jemand im Power, da ist jemand Power. Er schleicht sich gerade an. Schau mal, siehst du den? Er rennt jetzt. Eh nicht. Oh, Star. Das müssen wir tryen. Er schießt gerade auf jemanden. Er hat ihn, er hat ihn. Nein, nein, da ist noch einer. Hessi, Hessi. Er sieht mich. Nein, er hat mich nicht gesehen. Kommt näher. Scheiße, daneben. Headshot. Hit. Ich bin tot. Du musst es machen. Ich spawn in der Welt. Ja, gib die Spritzen. Ich hol die Pumpy. Ja, ich treffe ihn nicht. Ich bin dead. Ich treffe, er ist full life. Ich bin einfach zu schlecht. Ja, tut mir leid. Ich habe einen Headshot. Pfeil um! Er ist won! Ist genau da meine Leiche. Genau meine Leiche. Jetzt läuft er Richtung Power. Hab ihn Hit. Hast du die Slug drin? Hab ihn nochmal Hit. Er ist dead. Ja, hab ihn. Perfekt. Er kommt wieder. Er ist im Power. Okay. Ah, jetzt hat keine Slugs mehr drin. Hat keine mehr. Oder ist ein anderer, kann auch ein anderer sein. Also keine Ahnung, er ist jetzt nicht straight hierher gerannt. Er ist zum Recycler. Ja, ja. Okay, er läuft in Richtung... Nein, er läuft Richtung hinter der U-Bahn rauf. Bin ich in die U-Bahn? Ich glaube, er läuft zum Loot-Drop. Gravis? Er ist den, ja. Er macht den Stash! Er macht den Stash! Ja, 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 ja. Lass. Lass ihn stashen. Er hat gestasht, er hat gestasht. Boah, der gestasht. Irgendwo hier, oder? Ja, ja, genau. Ja. Ich geh zum Nutzer. Hab's, hä? 300 Scrap. Nice. Ich mach eine neue Stash. Mit dem Lock. Er ist low. Ich bin weit noch hinter dir. Aber einer dead. Komm her. Ich hab jetzt keine Schuss mehr für meine... einer ist auf dem Roof. Der muss weg. Er ist direkt hinter der Naked. Hab ihn weg. Nice. Ich hab die im Lock.
Der hat sie vor uns. Der Buddy, der hat Stuff. Der hat Stuff. Oh, Dach ist dead. Oh. Crossy links. Rechts und rechts. Ja. Hab ihn gut hört. Einer dead. Einer full dead. Nice. Noch weiter. Hab der andere haut ab. Am Dach wieder. Wieder dead. Komm mal her, boost mich hoch. Boost mich hoch, da oben muss irgendwas liegen. Die wollen da die ganze Zeit hin. Ja, bin oben. Ja, das sind bloß vier Sachen. Ein Crossy. Den Rest haben sie schon gelootet. Und so lernten wir die Gruppe um Odie kennen. Er wird für den späteren Verlauf der Story nochmal wichtig, also behalte den Namen in meinem Gedächtnis. Nachdem wir also dort aufgeräumt hatten, holte ich die Stash mit dem neuen Scrap und wir gingen zurück, Star researchen. Jetzt wollten wir uns auf den Weg machen, um endlich eine Green, Blue bzw. Red Card zu organisieren, damit wir unseren ursprünglichen Plan von Underwater Lab in die Tat umsetzen können. Vor mir, Hessi. Südosten, unten an der Klippe. Waffe. Hit. Ich seh. Er geht runter. Hab ich nochmal Hit? Oder? Hab ich nochmal Hit? Das ist der. Ja. Ja, der hatte was in der Hand. Jackie! Oh, Jackie! Nagan war's, Nagan. Oh, Crossy? Bogen. Oder Bogen? Ah, da wo wir waren, Hab ich einen Headshot? Er ist gut hit. Ja, hab ich. Ja. Er hat Trappy. Kann ich mir ein bisschen was von der Muni snacken? Ja, klar. Er ist offen. Offen? Er ist nicht da. Shit. Gehen wir da. Haben wir noch eine andere Option? Parabole könnten wir weiter. Boah, hier sind drei Bären, die sollten wir mitnehmen. Über dir! Am Berg! Zwei Mann! Aha. Er hat mich instant. Triple Headshot. Wo ist er? Einer dead. Digga, wer ist er? Ich wieder Headshot! Ja, ich sag ja. Schlimmste an sowas. Das war ein herber Rückschlag. Wir verloren unsere besten Kids. Wollten aber unbedingt ins Underwater Lab. Also haben wir umdisponiert. Akio farmte die Tier 2 zusammen und ich kümmerte mich etwas um Ressourcen. Wir brauchten Metall, Stein und Holz. Nachdem wir das alles zusammen hatten, crafteten wir eine SAR. Denn für mehr hat's leider nicht gereicht und gingen in Underwater Lab. Auch ohne Karten hofften wir, das ein oder andere dort zu finden. Leider war Underwater Lab da nicht der große Briller. Wir vermuten, dass es vorher gelootet wurde. Wir konnten mit leider nur wenig Loot zurückkehren. Ja, dann crafte ich mir jetzt auch eine Star. Dann gehen wir mit zwei Stars los. Okay. Ich habe einen Body gefunden. Also ich gehe mit Crossy. Ich kann auch mit Crossy. Ah, da ist er wieder. Jetzt ist er im Power drin. Punkte manchmal echt verbuggt sind. Oh! Er ist vor mir! Was? Shit. Nimm doch die Z-Pump in die Hand! Ich habe ihm 3 Hits gegeben, er ist immer noch nicht tot. Nochmal ein Hit. Nochmal ein Hit! Er geht in deine Richtung. Meine. Ja, er ist gleich vor. I see. Jetzt ist er. Ja. Jetzt bist du. Nein, hier ist vor, siehst du? Nochmal ein Hit. Tot. Oh, er hat Blue Quartz dabei. Nee, da sind keine Bots drauf. Ich glaube, vorne ist einer. Da. Seh dich. Vorne ist ein Heli. Siehst du ihn nicht? Oh Gott, ich hab's vergessen. Die rote Blätter. Da haben die safe schon AKs, Digga.
Oh, du musst. Halt an, halt an. Ja. Oh, du. Oh, du musst gerade hin. Du musst gerade hin. Oh, der ist er. Oh mein Gott. Er schießt nicht auf uns. Ah, das kommt auf uns. Hit, hit, hit. Er ist dead, er ist dead, er ist dead, er ist dead. Ja. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Oh nein, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da. Ja, weg, 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 weg. Ich bin nicht drauf, weg. Ich kann nicht. Ich bin ins Wasser gesprungen, Digga. Ich. Oh, ja, ich auch. Die Boss schießt auf mich. Aber ich habe ihn eigentlich am Schluss nochmal drauf geschossen. Also eigentlich habe ich ihn gefinished. Dann ist bloß nur einer. Einer aber voll kill der Hicke, ne? You player killed. Hab ihn tot. Ah, okay, perfekt. Dann ist es nur noch einer. Er kommt gleich hier oben an der Reding oder wartet an der Leiter, dann bin ich dead. Schau, dass du in die zweite hochkommst. Ja, ja. Okay. Mach dich ready. Ja, bin ready. Warte, ich häng noch ein bisschen. Aha. Bin okay, auch oben. Bist ready? Eins. Warte, warte. Ich halte mich schon, ich halte mich schon. Ich halte mich schon. Da kommt ein Boot hinter uns. Nichts mehr warten. Ich geh auf. Okay, ich bin jetzt dead. Das war mir. Ich hab einen Double Headshot! Oh. Aber er hatte Full Metal Mask! Gerade 14 AP. Naja, gut. Ja, wir sollten es aufgeben. Ja, das Cargo, ich glaube, das war eh sein Mate, der wieder gekommen ist. Mann! Ja. Oh. Oh, aber das war echt knapp, aber ich hatte ihn nicht Double Headshot, er hatte mich einmal Headshot. Er hatte mich Headshot. Okay. Aber ich hatte ihn, trotzdem. Ich hatte ihn. Head, Hand, Chest. 14 AP hat er gehabt. Ich habe mir noch eine Head gegeben. Er mich mit AK. Head, Leg, Hand. Krass, Alter, wenn er dich einmal anhittet. Ich habe mich also quasi mit zwei Hits umgenockt. Hässchen. Ja, aber weißt du, ich glaube, der Teammate hat uns gecallt. Wäre der Teammate, glaube ich, nicht da hinten, ne? Hätte er nicht gewusst, dass ich vorne noch stehen geblieben bin. Wäre schon direkt hinten gewesen bei dir. Mhm. Der Play an sich war gut, aber jetzt die Red Card holen. Oh, Pumpy, vorne. Am Cardroom. Ja. On my way. Was hat er geschossen? Hä? Wie ist er live? Wo ist er? Hier runter. Ich hab ihn Headshot. Nochmal Head. Nochmal Head down. Oh, er ist full. Er hat auch Karten. Oh ja. Nachdem also Cargo leider verloren war, machten wir uns daran, nochmal Karten zu besorgen. Und etwas an Scrap, denn wir hatten noch einige Sachen zu researchen und wir mussten eh aus Metall warten. Nach einem großen Recycle-Run fand ich sogar noch einen Python in einer Kiste. Das war natürlich big. Jetzt ab nach Hause die wichtigsten Sachen researchen und weiter in die Action. Ah, wie? Okay, er headshottet mich. Das ist unser Freund wieder. Boah, er drückt mir Slug. Ja, ist hin. Warte. Der andere ist wieder unten, ne? Wir können hoch, wir können hoch. Low. Jetzt wieder. Gut Hit. Der Crossy-Typ ist wieder da. Aber wir werden schon über die Crossy-Hits. Ich finde ihn nicht mal. Ich bin halt One-Hit. Ja, hab ihn. Nice. Weg, 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 weg. Weiter nach hinten, weiter nach hinten, weiter nach hinten. Ich bin absolut One. Boah, ich bin so One. Ich auch. Oh, dieses Lachs. 20 AP, ein Hit, verloren. Ich hatte gerade 9 HP. Was zu der Pumpe? Nee, das schaffen wir nicht mehr. Die laufen, dir nach. Die laufen dir nach. Mich haben sie nicht gesehen. Okay. Vielleicht kann ich ihn flanken. Aber ich habe jetzt keine Dingschuss mehr für meine Ich habe gar nichts mehr an Schuss. Ja, ja, er ist gleich da. Warte, ich bin gleich hinter ihm. Durch. Ich renne einfach. Lauf immer weiter. Genau. Ey, das macht keinen Sinn. Ich laufe durch Bäume und alles trotzdem hinter der mich. Einer dead? Nice, komm zurück.
Sandra ist gut, Hit. Dead. Nice. Das war mein letztes Magazin. Ja, doch. Ja, bitte. Ich bin gleich mit rein, raus. Ich glaube, er ist durchgezogen. Glaube ich nicht. Er hat gerade reingeschossen. Er ist oben am Berg, mit Python. Oh, Python. Ich hatte leider noch keinen fertig. Aber das ist nicht er, das ist nicht er, das ist nicht er. Ist der noch oben am Berg oder ist er schon unten? Ja, er ist immer noch oben am Berg. Lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab, ich hol ihn gleich. Ich seh ihn nicht mehr, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Er ist vor der Tür, er ist vor der Tür, glaube ich. Ja, ja, er ist vor der Tür. Mein Gott. Er hat mich. Aber er kommt nicht hin. Hat er dich? Er kommt nicht hin. Ah. Er kommt nicht hin. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Nee, nee, nee. Ich stehe auf. Ich habe noch eine Tür offen, Akio. Ich habe Timer drin. Ich auch. Aber er kommt nicht rein, oder? Wie fährst du rein ins Flame Turret? Sonst haben wir ein Problem. Alles steht offen. 50 Türen. Nee, er kommt nicht rein. Flame Turret schießt. Ja, aber er kann es kaputt schießen. Alle Türen stehen offen. War richtig dumm. Ach. Ah. Er schießt zusammen. Mhm, wir müssen es jetzt irgendwie dahin schaffen. Ich glaube, das Ding ist kaputt. Er hat aufgehört. Er schießt kaputt. Oh ne, wir müssen das Ding ganz schnell zumachen. Oh. Er hat es kaputt gemacht. Aber wenn es ja kaputt geht, dann brennt er erstmal. Mhm. Okay, es hat aufgehört zu brennen. Es hat aufgehört zu brennen. Ist er schon drin? Vielleicht können wir mir nichts einspannen oder so. Mach einfach zu, es ist noch. Du kannst die eine Tür von außen zumachen, es brennt noch. Ja, hab zu. Boah, das wäre fast schief gegangen. Okay, das war verdammt knapp. Aber Akio konnte meine Feder Gott sei Dank ausbauen. Puh. Also, jetzt stand Base-Upgrades auf dem Programm, aber ganz, ganz vorne. Wir hatten mega Sorge, heute Nacht geradet zu werden. Und Akio ging auch schon bald darauf off. Also, erst musste er noch sein Porträt fertig machen. Ist fertig. Brot. Ich machte mich weiter ans Farmen und versuchte die Base auf einem ordentlichen Zustand zu bringen. Bis ich in der Ferne Boom hörte. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, die sind schon drin.
Der Counter-Raid war ein voller Erfolg. Ich konnte die Base übernehmen und transferierte, nachdem die Action etwas abgeklungen war, den ganzen Loot zur Base. Das war auf jeden Fall very, very big. Anschließend dachte ich mir, ach, ich gehe nochmal unter Waterlab und hoffe, dass ich da vielleicht in den Redcard Rooms noch irgendetwas finde, was uns weiterhilft. Denn in der geradeten Base fand ich ein Explosive. Ein Baustein zum Raiden. Jetzt wollte ich noch kurz Außen-TCs platzieren, denn nach dem Counter-Raid machte ich mir ungemein Sorgen, heute Nacht Besuch zu bekommen. Da helfen Außen-TCs schon. Ah, ich wusste. Wichser. Muss es irgendwo gestasht haben. Warum die das hin? Jetzt lockte ich mich aber aus. Es war schon wirklich spät. Und ich hoffte nicht geradet zu werden, denn wir machten uns heute wirklich viele, viele Feinde. Tag 2. Und ich wusste durch Akio, dass wir nicht geoffline wurden. Gut. Das war wirklich, wirklich gut. Ich kam etwas später online und Akio machte sich schon mal an den Farmen. Wir wollten heute auf jeden Fall noch raiden. Oh. Denn es schien so, als würde der Server langsam sterben. Beziehungsweise nicht der Server, eher unsere Gegend. Wir suchten Videoirren nach PvP, fanden ihn aber auf unserer Hälfte kaum. Also machten wir uns an die Boombeschaffung, um den Vibe mit einem großen Knall enden zu lassen. Aber es fehlte uns noch einiges an Raid-Equipment. Den Granite Launcher haben wir vom Adventskalender bekommen, sowie ein paar HE-Granaten. Jedoch bis auf Explosives hatten wir gar nichts. Also, Cargo kam rein und wir machten uns sofort auf. Dort fanden wir auch ein C4, welches ein weiterer Teil zum Raiden ist. Rockets waren für uns aber im Moment unauffindbar. Und ich stolperte über eine Base, die ich auf jeden Fall aufmachen wollte. Bester Compound ever. Oh ja, die ist richtig lecker, Akio. Also, craftete ich so viel C4 wie ich konnte und wir gingen rüber. Denn ich war der festen Überzeugung, das, was wir haben. 4C4, 5 Satchels, 60 Explo und 18 Dinger. Also ich glaube, es könnte rausgehen. Ehrlich. Perfekt. Es ist Nacht. Es ist im Schnee und es schneit. Also es regnet. Mhm. Perfekt. Findest du nicht? Ja, schon. Gut. Komm mal rein. Muni.
Hä? Bloß die richtige ziehen. Na gut. Machen wir das doch mal. Room. Eine Rocket. Ja, geil. Ja, was ist doch. Loaded. Oh, was machen wir da jetzt? Warte schon, ich hab noch. Was? Ey, ich such nach Nessie. Die fliegen hier die ganze Zeit. Sind wir den Weg lang. Und reichen. Was haben wir denn hier? Ja, wir haben genug. Hat AK. Oh, und 4 Stacks Explo-Ammo. Sind locker durch. Sag, schau mich mal an. Vielleicht mir das nicht geht. Gab's noch ein Loch? Der Raid war ein voller Erfolg. Nicht nur, dass die Jungs echt loaded waren und sogar endlich eine Rakete hatten, die wir researchen konnten. Doch dazu waren es die Jungs, die uns den halben Vibe abfuckten. Und das tat echt gut. Wir wussten noch nicht mal, dass sie dort leben. Es war wirklich reiner Zufall. Aber das machte den Raid umso schmackhafter. Nachdem wir die überflüssigen Components geschrottet hatten, gingen wir uns einen Heli holen. Anschließend wollten wir den Heli machen. Allerdings mussten wir feststellen, dass sich daran jemand anderes vergriff. Mach aber auch ein Bild. Flieg M9 gegen... Die Base steht O8, also da wo O8 steht, oberhalb uns oder ja, in der Mitte vom O8. So, hier steht die Base ungefähr. Das sieht mich. Einer am Heli, einer am Dach. Ah, ich seh den einmal auch, ja. Zwei Schneehessis. Mit dem Heli. Hm? Ja, wir müssen... Oh, er boltet mich schon. Hast du eine Bolt mit? Nee, ich hab eine Bolt. Ein Double Hit? Versuch den am Heli. Ah. Oh. Okay, er hat AK. Der hat, okay, wir müssen den beim Heli dann auch noch irgendwie wegkriegen. Dann haben wir seine LK und dann können wir easier den Dachtyp. Ja, ich bin gedoubled, bin dead. Shit. Aber ich hab da einen Bag. Alles gut. Direkt daneben sogar. Ich geh noch. Hab meine Leiche, hab mein Body. Der Ding ist gerade abgelenkt. AK dead. Nice. Warte. Oh, ich bin geheadshotted. Kann ich nicht wollen. Ich lenk gleich den Sniper ab. Er hatte schon die erste Crate. Die AK. Nice. Brennt noch. Oder dieses. Hier steht überall brennen. Hast du die Tür im Auge? Dass ich jetzt nicht gleich... Nee, die Tür habe ich nicht im Auge. Scheiße, Heli, man, nur Attachments. Ich habe den Headshot. Ja, ich habe alle. Okay, ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreicher Heli-Count, aber die haben ihn auch extrem schlecht für sie gedroppt. Nachdem wir also erfolgreich den Heli gecountert hatten, wussten wir, was wir als nächstes machen. Oder was wir als letztes machen wollten. Einen Online-Raid. Und wir wussten auch schon genau, welche Base. Um an den nötigen Sulfur zu kommen, gingen wir zur Baggergrube. Wir hatten 18 Diesel und das gab wirklich eine Menge Sulfur. Da uns immer noch der Rocket Launcher fehlte, aber wir eine ungeheure Menge an Scrap hatten, gingen wir den Old Way. Wir tech-treaten es. Nun verwandelten wir unseren ganzen Schwefel in Rockets, C4 und Raid Equipment und gingen rüber.
um diesen Vibe mit einem monstermäßigen Knall zu beenden. Ja. Moment, kein Stress mit Countdown. Vorne voll rein. Wir gehen voll rein. Warte, ich klebe ein C4 dran. Morgen ist gewarnt. Ja, die. Hey, was war das jetzt? Ja, ich wollte die Tür aufmachen, weil dann gehen wir dahinter durch die Wand. Jetzt, was machst du denn? Du hast gesagt all in, Alter. Ich weiß auch all in. Okay, warte. Ja, warte, du musst ja. Von mir aus. Oh, in das Eck rein, in das Eck. Ah, ist jemand das drin? Ja. Warte, ich mach Smoke, warte. Smoke. Ich lad Brand und hau oben im ersten Stock Brand. Kannst weitermachen, einfach gegen die Wand. Oder gehst du gegen die Tür? Da lang. Oder Tür, wie du willst. Naja, geh nicht Tür. Ja doch, wir können ja einfach Rocket reinhauen. Wie billiger. Ja, aber er ist ja drin. Ja, passt schon, lass die Tür machen. Vertrau mir mal. Okay. Warte, jetzt warte, bevor du es aufmachst. Ich mach nochmal Flame drauf. Oh, jetzt wird's Nacht. Ja, natürlich, ist doch immer so. Okay, kannst, komm mal rauf. Warte. Vorne. Achso. Er kommt. Ich lädt Flame. Wenn du die aufmachst, hau rein und ich hau gleich eine Flame hinterher. Mhm. Hau rein. Ready? Ja. Hey, die ist aber noch nicht offen. Hau noch eine. Ja, die ist ja teurer geworden. Hab ihn Hitmarker. Mal warten. Eine schießen. Er ist jetzt. Ja, das war der. Leider kein Hitmarker. Okay, ist weg. Rein. Granate! Hab sie. Gut. TC ist offen. Mach Licht. TC nix. Wo ist TC? Du bist die Schlafsäcke weg. Ja, die Schlafsäcke. Pass auf, die spawnen. Die spawnen gleich. Ja. Gibt's hier irgendwas? Warte, ich brauch die M2. Ey, mal die Schlafsäcke ab. Ein Schlafsack weg. Aber weg. Auch weg. Metall. Ah, ist da. Er kommt nicht rein. Hello. No, don't kick me, Yuin, it's a me. Ah. Okay. Ich finde kein Metall für eine Tür. Vielleicht ein Tiese? Nee, eben nicht. Na, HGM. So, irgendwie. Ich seh gar nicht. Wir haben 450 hier. Ja, schafft einfach eine Tür. Schaut raus, geht's ab. Oh yes, we did it. Wir schafften den Raid und konnten die Base stehlen. Leider gab es darin wenig Sulfur, beziehungsweise keinen Boom. Wir hatten noch etwas Boom übrig, also wollten wir uns noch ein bisschen Fun machen und flogen ein bisschen über die Karte. Und, ready? Ist er dead? Ja. Oh, ich hab's so veraimt. Hab ich den Headshot? Ich hab ihn. Nein, er ist naked. Rein! Go in! Wow. Ich hab ihn hit. Weiß ich, wohin ist? Ist er noch oben oder ist er runter? Weiß ich nicht. An dieser Stelle möchte ich mich nun verabschieden. Verabschieden für dieses Jahr. Es war ein sehr geiles Jahr und ich möchte mich noch bei ein paar Leuten bedanken für ein wirklich monstermäßiges 2022. First of all möchte ich meinen Teammates danken, darunter Akio, Cookie, Eevee, Flexis und wer auch sonst so oft bei uns mitgespielt hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder mit am Start seid und dass ihr jedes Mal wieder mit reingeht, um eine neue Rust-Geschichte zu schreiben. Ehrenmove von euch. Checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung. Ich verlinke dort Akios YouTube-Channel. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Des Weiteren möchte ich euch danken. Danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr euch endlose Stunden diese Scheiße anschaut. Nein, Spaß beiseite. Der erste Rust-Movie kam jetzt vor ungefähr 7 Monaten raus. Und wir sind immer mehr geworden. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und dass ihr das Ganze möglich macht. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Für 2022. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Mit neuer Action, neuen Geschichten und wieder nackt.
am Strand. Genießt die Feiertage, meine Freunde. Wir hören uns.